Hallo YouTube und ein gut Kick. Willkommen zu einer neuen, um Gottes Willen, war das eine wirklich, wirklich horny Raw-Episode. Review. Hey, was geht? Schön, dass ihr hier seid. Willkommen zur neuen Review in dem Sinne, weil wir machen ja jetzt seit 2 Wochen das alles ein bisschen anders und ich finde das Töfte. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr das Töfte findet, lasst doch gerne ein Abo da und ein Like. Und ein Kommentar, wie fandet ihr Raw? War gut, oder? Ey, WWE Raw am 3.6.2024. Was sagt ihr? Schöne Episode, oder? Schöne Episode. Ich nehme es vorweg. Das war eine bockstarke Raw. I can tell you. Mir fehlt immer noch die Hauptstoryline. Und 1, 2 Leute gehen mir jetzt mittlerweile dann auch ein bisschen auf den Nerv. Aber ich sage euch ehrlich, da sind viele, viele gute Sachen passiert. Und über die reden wir jetzt. Wir fangen an mit... Sollen wir direkt mit dem Startsegment auch anfangen? Ich glaube schon, oder? Ich glaube, wir müssen das aufgreifen, weil das wird ja nachher auch nochmal aufgegriffen werden. Obwohl, eigentlich ist das das Highlight. Nee, wir fangen nicht mit dem Startsegment an. Das lassen wir uns als Highlight. Hahaha auf YouTube. Wir starten einfach mal ganz kurz damit. Können wir mal kurz festhalten, Chat? Es sind Sachen passiert, die ich nicht erwartet habe. Es gab letzte Woche noch ein Speedmatch zwischen Ludwig Kaiser. Ludwig Kaiser. Und Tommaso Ciampa, aka Triple H. Das hat Ludwig Kaiser noch verloren, das Speedmatch. Können wir mal kurz festhalten, dass Ludwig Kaiser in den Main-Shows bei Raw als Opening-Match einfach gegen Sheamus gewonnen hat? Ludwig Kaiser gewinnt gegen Sheamus. Und damn, ich wusste, dass sie in den investieren werden, aber dass die so in den investieren, das ist, also der hat wirklich eine Briefmarke auf den Arsch bekommen mit dem Brief, so nach dem Motto, wir planen mit dir. Ab mit dir. Geil. Sehr, sehr geil. Ich fand alles, was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass man schon vor Wochen und Monaten das erste Mal so ein paar Teaser rausgehauen hat. Der hat ja so ein eigenes Video-Package, was wirklich, wirklich, wirklich geil ist. Das müsst ihr euch mal angucken. Ist schon ein paar Monate alt. Ich glaube, es war noch vom letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Ein geiles Video-Package gekriegt, wo man sagen muss, da hat sich die WWE richtig ins Zeug gelegt. Da dachte man schon, okay, jetzt hat sich das natürlich alles so ein bisschen vielleicht auch nach hinten geschoben mit der ganzen Gunther-Thematik und Giovanni Vinci-Thematik. Das ist übrigens vielleicht auch der Grund, warum man Giovanni erstmal weggeschoben hat, damit man Ludwig so ein bisschen Raum lässt. Ich meine, seitdem hast du von Giovanni auch nichts mehr gesehen. Aber das Match war stark, das Match war stiff, das Match war gut erzählt. Also da war richtig Feuer drin. Ich hatte wirklich das Gefühl, die hassen sich kurzzeitig. Man muss jetzt vielleicht noch in die Waagschale werfen, dass Sheamus vor ein paar Wochen einen nicht so gut gealterten Tweet rausgehauen hat, mit wo er so ein paar Vergleiche mit Deutschen gezogen hat, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, nicht so gut gealtert. Vielleicht hat Ludwig das auch ein bisschen persönlich genommen. Zumindest hatte man das im Match das Gefühl. Letzte Woche hatten sie diese Käbelei mit ebenfalls einem sehr, sehr guten Videopackage von Ludwig, wo er eine sehr, sehr stabile Promo gehalten hat. Und jetzt einfach das Match zur Erklärung, wer es noch nicht ganz gesehen hat. Beim Entrance von Sheamus. Sheamus hat einen Special Entrance gekriegt. Der war mit Kofi Kelly im Backstage und hat gesagt, hey, vielleicht wurde der auch nur von Gunther zurückgehalten. Wir werden das sehen. Gegen mich, da muss man sich erstmal den Respekt verdienen. Sheamus bekommt dann diesen Special Entrance über die Guerrilla Position und alles drum und dran. Sah sehr geil aus. Und wird dann während des Entrances attackiert. Und das ist die Storyline für das ganze Match. Denn Ludwig geht sofort auf das Bein von ihm. Clever. Mega, mega clever. Und zeigt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen das Kluge oder diesen klugen Wrestling-Stil von Gunther jetzt adaptiert oder adaptieren soll. Und das wird einfach entscheidend fürs Match. Aber abgesehen von dem ganzen Knie-Selling ist das Match einfach sehr, sehr stabil. Wirklich sehr, 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 sehr stabil. Da kannst du gar nichts sagen. Das war richtig, richtig stark. Sehr stiff. Die Brust von Sheamus sah ekelhaft aus. Ähnlich, wirklich mehr als nur ähnlich, wie bei dem Gunther-Match. Gutes Showing für Ludwig, der auch einfach ein guter Wrestler ist. Ich glaube auch einfach, dass der ein bisschen Zeit braucht. So, du musst ja jetzt, der ist halt einfach jetzt die letzten Monate und Jahre auch das Tag-Team-Wrestling größtenteils gewohnt. Hin und wieder mal so ein bisschen Singles-Wrestling, aber größtenteils Tag-Team-Wrestling. Und musste halt jetzt erstmal wieder in die Spur finden. War aber ein sehr, sehr stabiles Match. Und meiner Meinung nach, weiß ich, ob ihr das anders kennt, bewahrheitet es sich nur, Sheamus kann keine schlechten Matches abliefern. Es gibt kein schlechtes Sheamus-Match. Ich kenne kein schlechtes Sheamus-Match. Sheamus ist, ob man ihn mag oder nicht,
Underrated ist der falsche Satz dafür. Also underrated ist falsch, aber er müsste viel mehr Liebe bekommen, finde ich. Sheamus ist eine Granate und Sheamus wirft sich in Aktionen rein, opfert seinen Körper auch, wie in dem Fall jetzt für den Ludwig Kaiser. Guckt euch an, was der einsteckt für den, wie der für den zählt, wie der verkauft, wie der Ludwig damit komplett overbringt. Also wirklich komplett overbringt, kriegt viel zu wenig Liebe dafür. Also Sheamus ist ein kranker Typ, wirklich. Und das meine ich positiv. Ich bin sehr froh, so Leute brauchst du in der WWE. Leute, die schon alles erreicht haben, ein Stück weit, aber auch immer noch topfit im Ring sind. Natürlich, WWEchen werden immer mehr, aber trotzdem eine Ausstrahlung haben, auch bei dem Publikum ankommen. Aber dann Leute wie eben Ludwig Kaiser so overbringen, wie er es gemacht hat. Und in dem Match hat der wirklich alles rausgeholt für Ludwig. Geiles Finish auch, kein normales Finish, kein Finisher, gar nichts. Einfach, weil Sheamus wahrscheinlich einfach nicht mehr konnte mit seinen Beinen vor Schmerzen. Den Pin auch nicht mehr auskicken konnte mit den Schmerzen im Bein. Ist ja wirklich schon fast ein Roll-Up gewesen dann. Also starkes Ding, starker Opener, Mann. Wirklich sehr, 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 sehr starker Opener. Und ein Match, was ich mir sicherlich auch nochmal angucken werde. Und jetzt ist die Frage, wo geht's hin mit Ludwig Kaiser? Ich frage euch, Chat, ist das der Aufbau für Bash? Bash ist 2 Monate weg. Imagine. Und ich sage euch ehrlich, ich glaube, es ist geiler als Gunther gegen Ilja. Wissen wir alle, wir werden einen Banger-Match kriegen. Ein Banger-Match. Das wird überragend. Wissen wir. Aber stellt euch mal die Atmosphäre in Berlin vor. Gunther gegen Ludwig Kaiser. Was da los ist. Da kannst du gar nichts mehr halten. Da wird alles implodieren. Also da kannst du wahrscheinlich gehen Schallwellen raus. Das wird so krass. So krass, wenn das dazu kommen sollte. Warum nicht? Du kannst Gunther jetzt erzählen als, ey, der Typ hat die Krone, vielleicht auch ein bisschen drüber. Vielleicht nimmt sich auch Ludwig so ein bisschen zu viel raus, weil er jetzt so langsam Singles-Matches gewinnt und sowas. Geil, mega geil. Wird das stattfinden? Weiß ich nicht. Ich glaube sogar, dass man eher darauf geht, dass man 2 Singles-Matches daraus macht. Also, dass Ludwig eine geile Fehde bekommt bis dahin. Wer ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Vielleicht Sammy? Vielleicht kriegt man in Richtung Sammy gedrückt. Wobei ich da eher Braun sehe. Vielleicht auch einfach mit Sheamus noch ein bisschen ziehen. Dass der jetzt mal einen Monat raus ist mit der Verletzung. Und dann Richtung, boah, auch geil. Sheamus gegen Ludwig Kaiser in Deutschland, auch geil. Wenn die so ein Match liefern, easy. Von der Halle her wäre es wahrscheinlich einfach nur krass, wenn du Ludwig gegen Gunther hättest. Und Gunther dann gegen Ilja. Vielleicht auch Ludwig gegen Ilja. Könntest du auch machen. Aber ich glaube, du nimmst Ilja eher in das Spotlight von Gunther. Das Match, weil das so ein absolutes Highlight-Match ist. Vielleicht auch ein Triple-Threat-Match. So, die werden schon gut angefeuert werden. 100%. Gegen Vinci sehe ich gar nicht, weil Vinci bei der Crowd nicht ziehen wird. Das wird nicht ziehen. Aber ich glaube, wo wir uns einig sind, da können wir vielleicht auch zustimmen oder nicht. Ich glaube, das war der erste Aufbau für Ludwig Kaiser Richtung Berlin. Dass man da einen starken Ludwig Kaiser hat, weil der kann jetzt auch nicht alles verlieren und dann in Berlin wresteln und dann irgendein krasses Match haben. Der wird einen guten Gegner haben. Wer das sein wird, werden wir in den nächsten Wochen erfahren. Aber das war der erste richtige Aufbau für ihn. Ein Singles-Match auf eine halbwegs cleane Art gegen Sheamus zu gewinnen, das ist ein Statement. Das ist mehr als ein Statement. Ist sehr, 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 sehr geil. Und freut mich vor allem für ihn. Weil das halt auch einfach ein geiler Typ ist. So, das ist ein geiler Typ. Die Promo danach auch, die er rausgehauen hat in Richtung Sheamus mit Ballern, Ballern, Ballern. Das ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Der hat sich einfach wahnsinnig entwickelt. Und das ist jetzt so ein bisschen das Lob dafür. Oder das Lob, die Danksagung dafür. Immer Real Talk, wirklich Real Talk. Ich fand Ludwig Kaiser, als der aus den Ring verlassen hat, also nach dem Match, sah der richtig nice aus. So diese zerzausten Haare und so. Der ist ja halt sonst immer, du siehst dich ja immer nur so allglatt, ne? Die Frisur zur Seite, den Scheitel weg. Dieses Zerzauste sah so gut aus irgendwie. Dieses total Zerkämpfte. Ist ein hübscher Kerl. Muss man einfach anerkennen. Stimmt, der hat Sheamus Protein-Pumuckel genannt, ne? Der Protein-Pumuckel. Warte, ich kann euch das zeigen. Ich hab auch einen Banger-Tweet aufgesetzt. Zeig euch das mal. Ich hab geballert, wir haben geballert. Und uns weggeballert. Nächstes Mal wird das nicht anders aussehen. Er wrestelt. Weggeballert, gedoppelt geballert. Ey, ich liebe alles da dran. Geile Promo, oder? Geile Promo an dem Protein-Pumuckel. RCS ballert, ja. Aber trotzdem, geiles Showing für Ludwig. Ich freue mich da sehr drüber. Unsere deutsche Instanz da drüben, der Typ ist richtig, richtig krass. Wird das für einen Titel reichen? I don't know. Aber der ist an Mike richtig gut geworden. Der ist im Ring sowieso richtig gut. Der sieht gut aus als Typ. So, der hat einen krassen Körper.
Der workt gut im Ring, der sellt gut im Ring. Guckt euch mal an, wie der das Knee, dieses eine harte Knee von Sheamus sellt. Der Typ ist ein gemachter WWE-Superstar. Hätte ich vor 2 Jahren auch nicht gedacht, als sie den hochgezogen haben. Also, dass das Imperium funktioniert, ja. Aber dass der als Einzelwrestler so hochschießt, niemals. Niemals. Klein Title Run? Ja, vielleicht. Vielleicht. Aber ich sehe da gerade, ja, noch ein paar andere Kandidaten. Das Ding ist, ich sage eben noch, das ist eine gute Raw gewesen, aber auf der anderen Seite weigere ich es mich auch ein bisschen drum, um über die anderen Matches groß zu reden. Ich finde, ein Match hat mich ein bisschen enttäuscht, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, weil ich habe gestern Abend die Card gelesen und dachte, okay, die Card sieht für eine Raw wirklich stabil aus, so. Die Matches sahen gut aus. Und eins davon war halt Finn Balor gegen Dragon Lee. So, ich bin ja ein sehr, sehr großer Dragon Lee-Fan. Ich sehe den sehr gerne im Ring. Finn Balor ist irgendwie auch immer für gute Matches zu haben. Aber ich werde irgendwie bestätigt, ich habe lange kein gutes Balor-Match gesehen. Und wenn ich ehrlich bin, wurde ich hier bestätigt. Ich fand das Match okay. Vielleicht ist es auch einfach eine zu hohe Erwartung. Das war nicht schlecht. Aber das war vielleicht, ich glaube, ich habe einfach zu hohe Erwartungen. Vielleicht habe ich zu hohe Erwartungen. Ich fand das gut, aber ich habe das Gefühl gehabt, da ist noch ein bisschen mehr drin. Weil das halt eigentlich zwei richtig krasse Leute sind. Aber irgendwie hat mich das auch nicht so, vielleicht ist auch zu wenig dahinter im Storytelling, dass mich das richtig abholt. Aber das hat mich jetzt auch nicht so richtig abgeholt. Vielleicht bin ich auch ein bisschen Baylor müde. Das könnte auch sein, ja. Vielleicht ist das auch mein Problem. Finn Balor wirkt so lustlos im Ring, sein Showing aber auch bodenlos in letzter Zeit. Aber das Showing ist ja nicht mal bodenlos von Finn. Weil der ist in der Storyline gerade mit drin. Der ist gerade so ein bisschen irgendwie das Engelchen gefühlt in der Storyline. Der wirft sich überall vor. Der versucht dabei Dominik einzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass Finn Balor irgendwie das Zündlein an der Waage ist, wenn es um JD geht demnächst. Also irgendwie könnte der ausschlaggebend dafür sein, ob Split oder nicht. Weil entweder schließt er sich irgendwie an, also jetzt im Sinne von JD und Damien, oder halt nicht. Ja. Aber das Match war in Ordnung, aber auch nicht mehr. Finn Balor gewinnt das Match gegen Dragon Lee, weil Dragon Lee gefühlt mit 80 Leuten zu tun hat. JD ist dabei, Kalito greift noch ein, ist zweimal abgelenkt, kommt wieder in den Ring. Das Übliche. Was aber wichtig ist zu erwähnen, was sehr, 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 sehr wichtig ist zu erwähnen. Danach wird ganz, ganz heiß auf Dragon Lee eingeschlagen nach dem Match. Etwas, was man so die letzten Wochen so ein bisschen vermeiden wollte. Und dann gibt es eine Sequenz, die ich sehr gefeiert habe. Sehr gefeiert habe. Und zwar, Braun Strowman kommt raus. Und jetzt gebe ich mal einen Hot Take ab. Ich glaube, das ist die... Ah, warte. Ich muss überlegen. Mit die beste Verfassung, in der ich Braun Strowman jemals gesehen habe. Irgendwie macht mir Braun gerade richtig Spaß. Also ich sehe den gerade einfach total gern als absoluter, wirklich Berserker im Ring. Der kommt raus und fegt einfach über alles drüber. Es ist ihm egal, wen der schmeißen muss. Es ist ihm egal, wie er die schmeißen muss. Es ist egal, was der mit den Leuten machen muss. Aber wie der da rauskommt und einfach die komplett wegflankt, ist geil. Ja, der Sheep Braun mag geiler sein, aber ich rede ja von der Verfassung. Körperlich, in-ring. Und da finde ich den gerade topfit. Tempo passt, Timing passt, Moves passen. Auch schon im JD-Match war das richtig, richtig gut. Jetzt auch wieder mit 2, 3 geilen Aktionen. Auch das Timing, was später noch kommt mit dem Stuhlschlag bei Dom. Also gerade gefällt mir Braun überragend. Der hat ja nicht große Matches oder so. Der kommt eigentlich gerade nur raus, um irgendwie Leuten Schutz zu geben und andere durch den Ring zu werfen. Ich finde das geil. Die beste Phase, also In-Ring, körperlich In-Ring, hatte der, glaube ich, kurz vor seinem Release. War es nicht damals sogar Roman gegen Bobby gegen Braun, dieses Triple Threat Match, was unfassbar gut war, wo Braun noch angefangen hat, irgendwie irgendwelche Salty zu machen und allem drum und dran. Da war der in einer richtig krassen Verfassung. Ich glaube, kurz danach ist er rausgeschmissen worden. Ja, aber für mich einer der also mir macht Braun gerade Spaß. Ich finde die Rolle gerade geil. Ich fand das auch letzte Woche geil, wie der humpelnd die ganze Zeit durch die Arena gerannt ist, um JD McDonough zu finden und auch einfach nie aufgehört hat. Also selbst humpelt einfach nicht, als könntest du ihn überhaupt nicht stoppen, dass damit angefangen hat und auch die Sendung damit geendet hat. Das fand ich einfach nur geil. Das war geil anzusehen und ich habe das Gefühl, dass bei Braun vielleicht auch so 1, 2 Schalter sich umgelegt haben nach den letzten Jahren. Der hat ja auch nicht den besten Ruf, auch beim Publikum und also beim Publikum vielleicht schon, aber ich sag mal, den Twitter-Account hätte man ihm das ein oder andere mal wegnehmen sollen. Aber ich glaube, dem hat sich ein Schalter umgelegt, der genießt das Business. Vielleicht auch durch die ganze Story mit Bray, dass er das ein bisschen mehr zu schätzen weiß, alles. Und gerade finde ich die Rolle gut von ihm. Und man muss sich halt einfach mal vor Augen halten, dass der einfach komplett alleine Judgment Day hops genommen hat. Ja, der hat einfach komplett Judgment Day alleine hops genommen. Wie findet ihr Braun gerade? Chat? Sag mal was. Oder ist das für euch so belanglos, weil der keine Matches hat? Gerade wirkt der noch so ein bisschen wie der Hüter und Beschützer. Mehr nicht, glaube ich, ne? Braun Raute 1, 10 von 10. Braun immer cool.
Plus 1. Wie schwach wird Judgment Day dargestellt? Ja, 8 von 10 ist der Schäferhund. Die Ruhe vor dem Sturm. Absolut gar nichts. Bin großer Fan von ihm. Top zur Zeit. Mochte den schon immer, aber gerade ist echt gut. Solid, aber kann noch mehr. Das würde ich so unterstreichen, ja. Was geil ist, das stimmt. Sobald der Sound anfängt, der Song von ihm ist. Weißt du, es knallt gleich. Also sobald der Song angeht, weißt du, okay, halt dich fest. Es könnte gleich unangenehm werden, wenn er in den Ring kommt. Sehr unangenehm. Und scheint, ich weiß nicht, scheint ja auch einen neuen Finisher zu haben. Also aufgrund dessen, dass er da Judgment Day wegfegt, gibt es ja dann später noch das Segment mit Damian Priest im Backstage, zusammen mit Kalito und JD McDonough. Und ich glaube, Finn war auch dabei. Daraus entsteht dann das Match gegen Kalito. Das ist auch so ein Ding, ne? Ich verstehe Kalito immer noch nicht. Ich würde es gerne verstehen, aber was ist... Kalito wirkt gerade so ein bisschen wie das verstoßene Kind. Weil, wisst ihr, wie Kalito wirkt? Wie JD McDonough vor ein paar Monaten. Aber irgendwie auch... Bei JD konntest du das noch irgendwie verstehen, so seine Art, weil JD ja so ein bisschen von der Optik her sagt, ja, der will irgendwo dazugehören. Und der Unterschied ist aber, dass JD zum Beispiel eine Historie hatte mit Finn Balor. Was macht denn Kalito? Kalito ist doch eigentlich gar kein Typ dafür, sich irgendwo einreihen zu wollen. Warum? Also das ist so, that's not cool. Ja, weiß ich, danke. Gib Kalito einen Apfel und lass ihn Leute anspucken. Ja, bin ich ja dabei. Aber, also, R-Truth in unlustig. Ja, aber das macht ja R-Truth aus. R-Truth wäre ja sonst auch relativ langweilig, wenn wir ehrlich sind. Ja, der hat halt seinen Humor, aber den hat Kalito halt nicht mehr. Ich meine, das wird ja dann auch noch aufgegriffen, dass er sagt, hey, Judgment Day war die beste Zeit meines Lebens. War auch wieder ein lustiges R-Truth-Segment, aber mir reicht es dann auch, muss ich sagen. Ich bin auch bei R-Truth so ein bisschen so, ja, okay, war jetzt ein paar Wochen lustig, jetzt dürfte aber auch. Also jetzt dürfte wirklich. Ich verstehe die Kalito-Rolle überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, wo er sich da irgendwie einspeisen will. Aber mein Gefühl sagt mir, das Einzige, was es sein könnte bei Kalito, ist, dass der nachher so ein bisschen den Imposter macht. Dass der vielleicht dem einen was ins Ohr flüstert und dem anderen was ins Ohr flüstert. Und wisst ihr, dass er die so gegeneinander ausspielt? Also ich verstehe ihn da gar nicht drin. Der wird gerade nur hin und her geworfen, der wird in die Matches geworfen. Keine Ahnung, der wird einfach ausgelacht. Das muss man sich mal vor Augen halten. Kalito ist gerade in der Position, dass er ausgelacht wird von JD McDonough. Die sagen zu dem, du machst das Match heute gegen Braun, du regelst das. Und JD McDonough lacht ihn aus. An dem Punkt ist Kalito gerade angekommen. Oder irgendwann kommt der Tag, wo die auf den zählen und der spuckt denen dann irgendwie den Apfel ins Gesicht. Vielleicht ja sogar Damian, oder wie beim Titelding oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Soll man machen. Was man aber festhalten kann, ist, dass daraus das Match entsteht. Kalito gegen Braun Strowman. Und glaubt ihr, dass das ein neuer Finisher war von Braun Strowman? Das sah ja so ein bisschen aus. Das war so wie so ein, weiß ich gar nicht, was das war. Braun Slam, nicht mal. Gegner angehoben und einfach auf die Ringwatte geworfen. Face first. Also entweder ist Kalito so schwach, dass der von einem normalen Move wirklich so platt geht. Oder man hat sich bei Braun gedacht, es wäre vielleicht sinnvoll, mal ein neues Moveset zu probieren. Der hat gegen JD McDonough das Match noch mit seinem alten Finisher gewonnen. Aber irgendwie sah der geil aus. Das Gute ist, einfach ein Power-Move und davon geht Kalito down, ja, dann Nacht zusammen. Weil sonst hätte ich gesagt, ich würde das zu dem passen, weil den Move kann er ja mit jedem machen. Braun Strowman kriegt ja jeden hochgehoben und so auf den Boden geworfen. Also ich fände den Move eigentlich geil. Kann man gerne so beibehalten. Finde ich besser als diesen Side-Slam, den er macht. Ja, weiß ich nicht. Aber sonst hat mich das jetzt auch nicht groß abgeholt, weil... Kalito sieht schlecht aus. Und dann können wir mal kurz über Judgment Day reden. Was machen wir mit Judgment Day, Chat? Es ist nicht mehr weit, oder? Ich glaube, nee, warte mal. Muss ganz kurz korrigieren. Wir müssen mit Judgment Day noch warten, weil ich glaube, das Judgment Day-Thema brauchen wir gleich im Großen und Ganzen, wenn wir über Liv Morgan reden. Ja, halten wir uns das nochmal für das Liv Morgan-Thema. Okay? Weil das ist, glaube ich, das große Ganze wird da viel interessanter sein. Ich halte mir die beiden Highlights zum Schluss. Ich werde ja, wir wollen ja auch nicht mehr so dieses Match für Match, das haben wir ja schon gesagt. Da möchte ich von weg. Wir kriegen das Announcement, dass Jey Uso in das Money in the Bank Rennen geht. Cooler Entrance. Das sind halt die neuen Stadien Entrances. Ich finde die geil. Und jetzt habe ich wirklich sehr, 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 sehr viel Angst vor Money in the Bank. Wann ist Money in the Bank? 6. Juli. Ich habe sehr, sehr viel Angst davor. Ich will nicht Jey Uso als Money in the Bank Sieger haben. Das ist eine Katastrophe. Tut mir leid. Vielleicht bookt man deswegen LA Knight gerade so ein bisschen in den Titelspot mit Logan, aber... Jey Uso als Koffer-Ding wäre schwierig. Ist mir einfach ein bisschen zu viel Geschenke gerade. Dafür kommt zu wenig, bis auf Crowd-Reaction. Finde einfach, da solltest du jemand anders geben, der damit overgehen kann. Jey braucht das gerade nicht. Jey braucht das nicht. Breaker würde ich vielleicht schon eher fühlen, ja. Nee, auch Austin Theory hat mehr Sinn gemacht, weil Austin Theory so ein bisschen upcoming war.
Jay hat ein Standing bei der Crowd. Dem brauchst du das nicht geben, um over zu gehen gerade. Der geht einfach mit seinem Entrance so over. Anscheinend kann man den ja auch irgendwie in jedes Match booken. Ich würde es nicht fühlen. Ja, Carmelo Hayes wäre geil. Sowas wäre geil. Carmelo Hayes ist ein richtig wilder Call. Carmelo Hayes wäre ein richtig geiler Call. LA Knight würde ich auch nehmen. LA Knight braucht das aber vielleicht gerade auch nicht. Carmelo Hayes oder Ludwig Kaiser vielleicht sogar. Stellt euch mal vor, imagine, Gunther wird Champion. Ist nicht auszuschließen. Gunther wird Champion und neben ihm läuft Ludwig Kaiser mit einem Koffer rum. Das möchte ich sehen. Das möchte ich sehen, was da los ist. Und Ludwig und Gunther wird sich auch zu 100% für den hinlegen. 100%. Wenn irgendwann Tag X kommt, wird er sich dann hinlegen. Und dann Heel-Turn wäre ja nicht mal ein Heel-Turn. Das wäre ja nicht mal ein Heel-Turn, weil Gunther ist ja Heel. So, die mögen den ja nicht. Ein Cash-In in Berlin, ja, sowas. Boah, Alter, hab ich Bock. Okay, gib mir Ludwig Kaiser. Boah, stellt euch vor. Der kann den ja auch schon vorher haben, bevor Gunther den Titel hat. Weil dann hat Gunther die ganze Zeit im Kopf, warte mal, wenn ich jetzt den Championship hole, ne, was passiert denn dann im Background mit dem? Geil. Tausendmal besser als dieses Baylor und Priest-Ding, weil das kannst du geil erzählen. Die beiden können das tragen. Die anderen beiden konnten das nicht tragen mit dem Kofferbums. Also weiß ich nicht. Ich finde das geil. Wäre eine geile Erzählung. Würde ich so nehmen. Tausendmal eher als Jay. Tausendmal eher. Ja, hat sich auf jeden Fall da reingebuckt. Haben wir das auch abgearbeitet. Klasse. Dann haben wir noch Io Sky attackiert Lyra Valkyrie Backstage. Super cool. Schreiende Io Sky, die nicht mehr mit Damage Control runterrennt und jetzt jede Kontrolle verliert. Cool. Storyline. Finde ich super. Geil. Gib mir mehr. Tack. Super. Klasse. Ist richtig gut erzählt. Ja. Gutes Interview auch von Lyra Valkyrie, fand ich auch richtig gut, richtig toll, hat mir auch charaktertechnisch richtig viel gebracht. Ich bin jetzt auf jeden Fall immer noch an dem Punkt, dass ich weiß, dass Lyra Valkyrie Becky Fangirl ist, ist ja auch in Ordnung, habe ich verstanden. Sie wird auch in jedem Interview nur auf Becky angesprochen und nicht auf sich selbst. Jetzt hat sie ja gesagt, es ist ihre Zeit, ich freue mich für sie. Das wird ein super Match. Lyra gibt mir gar nicht. Ich mag Lyra eigentlich so, weil die eigentlich ganz coolen Entrance hat und eine coole, also Ausstrahlung ist ja das falsche Wort, aber so ein cooles Auftreten. Aber ich finde die im Ring okay, finde die gut, aber alles andere zieht das so runter und dann kriegst du eine Io gegenübergestellt. Das ist halt einfach auch sehr, sehr schwer für Lyra. Wie soll Lyra, die ja sowieso jetzt nicht über groß über Character Design kommt, wie soll die eine Fehde mit Io Sky machen? Wie soll das gehen? Ohne einen Sidekick. Lyra hat noch gar keinen Charakter. Noch gar nicht. Und Io kann keine Promos halten. Und hat gefühlt auch keinen Charakter, außer dass sie jetzt durchdreht. Ja, GG. Danke. Wird super. Freue ich mich. Cool. Ich weiß nicht, ob Io das Projekt Io vielleicht irgendwie gescheitert ist. Vielleicht wäre NXT wirklich wieder eine gute Wahl. Aber keine Ahnung. Scheint sich auf jeden Fall jetzt so ein bisschen abgesankt zu haben von Damage Control und dreht jetzt durch. Und an sich mag ich so das Gimmick, dieses Durchdrehen. Aber auf der anderen Seite, Chat, ich will einfach mal, vielleicht habe ich auch einen falschen Blick da drauf. Gib mir mal ein 1 bis 10 Rating, was ihr von Lyra haltet. Als Io-Fan believe ich, ich mag die halt auch, das ist ja mein Problem. Ich mag Io doch. Io ist cool. Die ist eine super Wrestlerin, aber die muss halt irgendwie, die hat keinen, weißt du, hat keinen Hand und Fuß. 7, 3, 7, 5, 5, 7, 6 bis 7, 7, 5, 6, 6, 7. Aber ist gar nicht so schlecht. 6, 5, 6, 6, 6, 3, 5, 5 bis 6, 5, 7,5. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Bewertung. Habe ich sogar schlimmer erwartet, in Anführungszeichen, weil die hat so wenig erzählt. Io ist stark, aber Mike ist nicht schlecht. Die wird auch bei AW. Ja, bei AW funktioniert jeder, da gibt es ja keine Stories, natürlich. Aber das verstehe ich schon, was du damit meinst. Aber ändert nichts daran, dass das für die WWE zu wenig ist, weil du musst halt irgendwas erzählen können. Du musst auch dich erzählen können. Die Leute wissen immer noch nicht, was steckt hinter Io. Was ist mit Io? Kein Plan. Io hatte einen Manager, damit hat es auch nicht geklappt. Wieder AW-Shoot, check. Ist der erste seit langer Zeit. Selbst mit Dakota hat es nicht richtig gezündet. Ich verstehe auch gar nicht. Damage Control hat auch gar keine richtige Auflösung, ne? Asuka ist verletzt. Kairi hat auf einmal Einzelmatches gemacht, Dakota auch irgendwie. Dakota ist aber auch nicht so richtig Stable-Leaderin, seitdem Becky weg ist. Becky Bailey, sorry. Seitdem Bailey weg ist. Damage Control hat man einfach so, ja, gab's mal. Weg. Verstehe ich nicht so ganz.
Hätte man irgendwie besser lösen können. Also irgendwie mit einer Fehde oder so hätte man eher lösen können. Aber gibt's auch nicht viel zu drüber zu reden. Da wird es wahrscheinlich irgendein Match zu geben. Ebenfalls nicht viel drüber zu reden ist AOP gegen New Day. Ja, ist ein Storyline-Match. Ja, verstehe ich. Fand ich auch nicht schlimm. Anscheinend kriegt AOP jetzt gerade ein bisschen mehr Showing. Das war mehr als nur ein Squash-Match. New Day wurden in 2 Minuten 28 abgefertigt. New Day. Gut. Man zieht auf jeden Fall so ein bisschen diese ganze Storyline auf mit Karrion Kross. Ich habe schon im letzten Video gesagt, ich habe gar keine Ahnung. Also gar keine Ahnung, in welche Richtung das gehen soll mit Xavier Woods. Ich verstehe das nicht. Warum sollte Karrion Kross Interesse an Xavier Woods haben? Oder will er nur zerstören? Ich verstehe es nicht. Vielleicht hat irgendjemand von euch nach einer Woche, nachdem ich nicht wusste, was passiert, oder wir letzte Woche schon geredet haben, hat jetzt jemand eine Idee, was er mit Xavier Woods macht? So. Hauptsache, es führt zum New Day-Split. Das reicht schon. New Day braucht Big E als Manager. Ja, gut. Also ich kriege keine Antworten auf meine Fragen. Ergo, habt ihr auch keine Ahnung. Ich glaube, sie wollen ja als Manipulator pushen. Ja, aber... Was ist dann die nächste Aufgabe von ihm? Also er kann ja jetzt nicht durch das Roster rennen und immer die Tag-Teams splitten. Und der tut ja so, als wäre Xavier Woods der neue Roman Reigns. So verkauft er den ja. Und wird dann jetzt aber gepinnt. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde es gut, dass man New Day splittet. Das ist ja etwas, was man schon vor Jahren hätte machen müssen. Ich sage bewusst Jahren. Ich meine das auch so, wie ich sage. Bestimmt schon 2, 2,5 Jahre. Meiner Meinung nach schon zur Big E-Verletzungszeit oder davor. Ist gut, wenn man es jetzt macht. Ja, einfach splitten und dann von mir aus mach One-on-One-Matches draus oder so, erzähl was zwischen den beiden, mach irgendwas, aber einfach kein New Day mehr in der Konstellation zusammen raus. Das würde ich sehr befürworten. Ich kann New Day nicht mehr sehen, ich bin wirklich langsam auch müde darüber zu reden, mir macht kein Segment von New Day mehr Spaß. Ich verstehe, dass viele das gucken, ich verstehe auch, dass das für einige vielleicht wichtig ist. Aber New Day holt mich so überhaupt nicht mehr ab. Also gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch quatschig. Ich finde die nicht lustig. Ich finde die nicht unterhaltsam. Ich finde die nicht gut im Ring. Ich finde doch gar nichts dran an die. Wirklich überhaupt nichts. Aber vielleicht bin ich auch allein damit. Aber ich glaube, das ist ein Großteil, der das so sieht. Aber New Day rocks überhaupt nicht. Heel Woods geht nur. Kofi kannst du nur auch als Face nehmen. Der kann kein Heel werden. Bin ich bei dir. Ich hoffe, dass Big E damals weggedraftet wurde, dass die sich splitten. Ja, da hatte ich auch schon die erste Hoffnung. Und das kann man ja, das ist halt das Problem. Du hast ja halt auch so ein bisschen diesen Puffer genommen, dass du das irgendwann nochmal zusammenführen kannst und das für die Leute interessant ist. Ich glaube nicht, wenn du jetzt New Day 1,5 Jahre splittest, mit irgendwelchen Fäden oder so, dass das in einem, ja vielleicht doch. Vielleicht ist ein anderer, nee, ich glaube, nee, ich bleib dabei. Wenn 1,5 Jahren auf einmal kommt, New Day ist wieder zusammen, weil irgendwie der eine den anderen rettet, ist das für mich auch so, boah, nee, nicht schon wieder. Also das ist wirklich, das hat man so austrocknen lassen, das Thema, dass da wirklich, also da ist gar keine Hoffnung auf Wasser mehr. Leider. Big E wäre noch was das retten kann, aber Big E ist das Thema, glaube ich, durch. Wenn ich ehrlich bin. Also wenn du so siehst, was Big E auch postet, zur Mania-Zeit gepostet hat, ich glaube, das ist erstmal durch. Solange sie nur verlieren, sind sie eigentlich ein gutes Team. Aber ist das noch was wert? Ist ein Sieg gegen New Day noch was wert, Emily? Das ist ja das Problem, was du immer hast. Ne? Du hast zwar Tech-Teams, aber wenn diese Wrestler jedes Match verlieren, ist ja auch ein Sieg gegen die nichts mehr wert. Das ist ja ähnlich wie bei Bella. So, der... Man könnte sagen, ein Baylor-Match, wenn du ein Baylor-Match gewinnst, ist krass. Weil es halt Baylor, so. Aber zeitgleich hat er auch nichts mehr gewonnen. Also warum sollte es krass sein? Du musst halt auch irgendwie schaffen, die Gegner immer mal so ein bisschen wenigstens was mit auf den Weg zu geben und mal einen Sieg mitzugeben, dass das halt nach irgendwas aussieht. Und das tut's nicht, leider. Viel zu lange drüber geredet. Ich habe keine Ahnung, wo das hingeht. Ich glaube, ihr auch nicht. Deswegen... Gehen wir auf etwas anderes, wo ich noch nicht so ganz weiß, was ich davon halten soll. Und dann bauen wir Highlight für Highlight auf. Kurz mal über das Tag-Team-Match reden. Es gab ein Tag-Team-Match zwischen Bianca und Jade gegen Zoe Stark und Shayna Baszler um die Titel. Da gab es ja sowieso noch ein offenes Titel-Match. Da ist eigentlich wirklich das Highlight, dass wir endlich, und danke Gott, du hast mich erhört, Unholy Union zurückkriegen. Die Frage ist, heißen die noch so? I don't know. Wirklich nicht. Die sahen aber optisch nach vielem aus, aber nicht nach Hexenkult. Isla Dawn sah aus wie Isla Dawn. Cole hat sie auf jeden Fall Unholy Union genannt. Ja, aber das hatte nichts mehr leider von dem Gimmick. Was aber eigentlich smart ist und auch ein bisschen vielleicht ein kleiner Teaser ist dafür, dass das Howdy Stable zu Raw geht. Denn ich glaube, deswegen nimmt man ihnen das weg.
gab ja so ein bisschen vor ein paar Wochen diesen Teaser von wegen, hey, wir haben eine Idee für uns und vielleicht ist die Idee, dass sie sich anders platzieren. Nur ich fand halt gerade das Gimmick so geil bei denen, aber du hast dann natürlich, wenn du jetzt Wyatt da reinholst und das, dann hättest du zwei so dunkle Dinger, so dunkle Stables, die willst du, glaube ich, nicht da drin haben. Aber wo das hingeht mit denen, kein Plan. Ich finde den Eingriff jetzt auch nicht kacke, du lässt Zoe und Shayna damit auch nicht schlecht aussehen, weil es halt durch einen Eingriff entschieden wird. Was mir gut gefallen hat an der Nummer, dass zum ersten Mal das Gefühl hattest, dass Bianca und Jade doch eine Schwäche haben. Also, dass man denen doch irgendwie was anhaben kann. Das war jetzt die letzten Wochen überhaupt nicht der Fall. Die sind halt einfach zwei gigantische Singles-Wrestler so, dass man denen überhaupt nichts anhaben kann. Und jetzt hast du das erste Mal gedacht, okay, geht doch was. Also, die können, die sind auch verletzbar, irgendwo ein Stück weit. Jetzt wird sich das die nächsten Wochen zeigen. Ich mag ja Jade Cargill. Ich mag Jade Cargill sehr, aber da muss mehr kommen. Jade muss mehr kommen, viel mehr. Für das, was sie geholt wurde, ist das gerade zu wenig. Und ich habe das Gefühl, sie fühlt sich gerade auch in der Rolle nicht so ganz wohl. Dieses Überfacige ist, glaube ich, gerade nicht ihre Rolle. Die muss halt einfach badass rauskommen. So super selbstbewusst und überheblich. So in die Richtung. So muss sie rauskommen. Die muss, ja, ich finde sie auch als Ziel besser. Ist jetzt erstmal cool zum Start. Ja, so kriegt man sie halt rein in die Shows. So kriegt man sie im Ring erstmal präsentiert. Sie kann sich ein bisschen antesten beim Publikum. Sie hat mit Bianca eine Wahnsinns-Tag-Team-Partnerin gerade, die sehr, sehr viel worked für sie. Ob man Bianca mag oder nicht, das muss man einfach appreciaten. Das macht Bianca gerade richtig stark. Die worked die Matches für die und zeigt gerade eine richtig gute Leistung. Und zieht sie so ein bisschen mit. Und irgendwann kann dann der Moment kommen, dass Jade turnt. Verstehe nicht, warum die ganzen Schotten nicht sagen, wir wollen in unserem Land wresteln, deswegen provozieren wir die Champs, damit diese Random-Angriffe von Schotten mal Sinn machen. Ist das jetzt offiziell? Also es soll, ich denke mal, dass es dazu kommt, oder? Unholy Union gegen Jade und Bianca. Vielleicht auch ein Triple Threat mit Shayna und Zoe. Die haben ja eigentlich auch noch eine Rechnung offen. Vielleicht in Schottland? Clash at the Castle? Wahrscheinlich, oder? Gehe ich von aus. Das wäre ein geiles Triple Threat Match. Kann man so machen. Ja, ich hol's auch noch ein viertes Tag Team rein oder so. Clash ist am 15. Also nächstes Wochenende schon. Nächstes Wochenende schon. Geil. Mehr brauchen wir da auch nicht drüber sagen. Ich bin froh, dass Unholy Union da ist. Ich finde die wichtig. Ich finde die aber halt, bevor ich das bewerte, freue ich mich erstmal, dass sie da sind und möchte mir erstmal das Gimmick angucken. Ich möchte mir erstmal deren Gimmick angucken, wo das hingeht. Ansonsten kann ich das leider nicht bewerten, bevor ich das sehe. Dann eine Sache, die mir sehr sauer aufgestoßen ist, das können wir auch schnell abhaken. Kiana James gewinnt in 2 Minuten 55 gegen Natalya. Furchtbares Match, furchtbar geworkt von beiden. Furchtbares Match von Kiana James. Gar kein Timing, gar kein Gefühl, gar keine Absprache. Null. Null, null, null. Die ist vom Charakter ganz gut, aber das Match war fürchterlich anzuschauen. Wenn du 3-Minuten-Match hast, dann sprech doch bitte das 3-Minuten-Match wenigstens so ab, dass das halbwegs vernünftig aussieht. Also das war wirklich auch das sich in die richtige Position bringen für Natalya und sowas. Also, hat mich schockiert, wie schlecht das war. Wenn man die anderen Showings sieht mit den ganzen Call-Ups von Ilja, gut, Dijak nehmen wir mal raus, Carmelo und allem drum und dran, ist das einfach, ja, 6 Sätzen, also eine glatte 6. Glatte 6, schlechteste Call-Up bisher. Und man muss bedenken, bei dem Call-Up, schlechteste Call-Up, Dijak hat noch nicht mal gerasselt. Also ganz, ich fand's ganz schlimm. Ganz schlimm. Also da muss, also ich hoffe, da passiert noch was. Da muss ein bisschen was passieren. Dann ein gutes Match. Hätte ich mir sogar noch ein bisschen mehr erhofft. Ein bisschen wie bei dem Baylor gegen Dragon Lee Match. Bron Breakker gegen Ricochet. Gutes Ding. Alles gezeigt, was Bron Breakker kann. Braucht man gar nicht drüber meckern. Alles easy, alles cool. Hätte trotzdem noch ein bisschen, mir haben zum Beispiel die Matches gegen Ilja noch ein bisschen besser gefallen. Ilja ist aber vielleicht auch einfach noch ein bisschen versierter im Ring und mit dem musst du halt auch anders worken als mit einem Bron. Aber Bro, Bron Breakker ist, Brothers and Sisters. Bron Breakker ist ready to go. Der Superkick-Konter war insane. +1, ja. Der war krass. Ich habe richtig, richtig Bock auf Bron Breakker. Das ist eine absolute Maschine. Und der hat wochenlang sehr, sehr viel Stress bekommen oder sehr, sehr viel Kritik für das Showing mit den Squash-Matches. Aber im Nachhinein war das eine leicht erzählte Storyline. So, hey, gib mir nicht ständig Squash-Matches, gib mir mal ein richtiges Match. Hey, jetzt hast du mir ein richtiges Match gegeben. Ja, war zumindest jetzt mal Competition, aber reicht immer noch nicht. Wenn du das jetzt so siehst, nach den ganzen Wochen, ist die Erzählung von Bron Breakker perfekt. Das kannst du gar nicht besser machen. Und ich habe es auch kritisiert. Ein Jobber-Match mehr und ich wäre auch raus gewesen. Aber so hast du den wie eine Übermaschine gerade hingestellt.
Wirklich. Also der sieht halt aus, als würde er durch jeden durchfegen und auch einen Ricochet und mit dem auch noch ein bisschen spielen. Wie er das gerade schon sagt, der Frankensteiner, aber den hat er ja schon ein paar Mal auch bei NXT gemacht, aber der Frankensteiner, Alter, wie der hochspringt und danach einfach das Gleichgewicht hält, hat natürlich auch mit Ricochet eine Selling-Maschine da, der sowas kann. Also es hat sich ja jetzt angedeutet, dass er ja dann auch noch rausgekommen ist, als Braun Breaker richtig auf Ricochet einschlagen wollte. Ey, ganz ehrlich, gebt mir nächstes Wochenende bei Clash at the Castle Ricochet, Ilja und Braun Breaker in einem Triple Threat Match. Gebt mir das. Gib mir das. 15 Minuten, Nonstop-Action, hohes Tempo, das können die alle drei gehen. Alle drei können das gehen. Die sind alle topfit. Und dann können wir uns alle nächste Woche Samstag hinsetzen, zurücklehnen, einfach nur gucken und ganz viele Stinky Faces machen so. Und oh, ganz viel Rumgestöhne. Freut euch drauf. Das wäre ein ASMR-Stream nächste Woche. Ich stöhne euch hier nur ins Mikrofon. Ilja gegen Breaker ist schon für die nächste Raw angesetzt. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Dann kommt da noch Ricochet rein und will sich rächen. Und dann hast du dadurch das Triple Threat Match. Easy. Easy Storytelling. Also mega Bock drauf. Würde ich so nehmen. Können wir vorstellen. Und wenn man das mal jetzt so ein bisschen, da können wir gleich aber nochmal ganz kurz drüber philosophieren, bevor wir ins Howdy-Thema gehen, mal so drüber nachdenkt, wird das eine bombastische Matchcard bei Clash at the Castle. Die hat gerade richtig viel Potenzial, die Matchcard. Die hat richtig viel Potenzial. Bin ich gespannt, wo das hingeht. Dann kommen wir zu dem, wir haben noch ein Thema, was noch geil ist. Wir haben zwei geile Themen noch. Okay, dann müssen wir mal ein bisschen Tempo anziehen. Ey, do you remember my words from the past weeks? Now we switch to English. Erinnert ihr euch an meine Worte der letzten Woche, als ich sagte, Otis wird einen Mörderpop bekommen? Und wo wir im Thema Mörderpop sind, kann ich direkt die Überleitung machen. Endlich. Nach 25 Wochen hatte Raw endlich mal sowas wie eine Crowd. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr glücklich. Es waren Leute in der Arena. Ich habe die letzten Wochen gedacht, da sitzt keiner. Aber jetzt, gestern, waren endlich mal Leute in der Arena. Das hat mich sehr gefreut. Ich werde noch nicht ganz so schlau aus der Otis-Nummer, ist aber trotzdem geil erzählt. Sage euch im gleichen Atemzug, Sami Zayn kann den Titel jetzt auch wieder gerne abgeben. Sehr gerne sogar. Das ist schlecht. Ich finde Sami Zayn gerade ganz schwierig, also wirklich schwierig. So irgendwie gefällt mir sein Gimmick und seine Position gerade gar nicht. Kümmert sich irgendwie um alles, nur um nicht um seine Fäden oder um seinen Titel und alles. Weiß ich nicht, irgendwie wild. Aber Fakt ist, dass die Storyline rund um Chad Gable und Alpha Academy perfekt aufgebaut ist. Mir hat alles daran gefallen. Ich fand den Moment geil. Ich fand es geil, wie erst Akira Tozawa sich dazwischen stellt, als es gegen Otis geht. Als Chad Gable dann auf Akira geht, kommt dann noch Maxine dazu und will ihn dann noch ein bisschen beruhigen. Dann wird sie noch gezwungen, da irgendwie ihn anzuflehen, dass er denen nichts antut. Aber der Pop, als Otis dazwischen rückt, zwischen Gable und den anderen beiden, das lauteste, was Otis jemals bekommen hat. Und er hatte in der Mandy Rose Storyline schon sehr laute Pops. Aber das, Heidewitzka, hat mich das gefreut für den. Das war einfach richtig so, wirklich, ich hab richtig Herzklopfen gehabt. Mich hat das richtig gefreut. Ich meine das so, wie ich sage. Ich bin ein Otis-Befürworter und ich halte die Fahne hoch für Otis. Super Typ, mega coole Ausstrahlung, Humor, lockerer Typ, sympathischer Typ. Sieht halt einfach nicht normal aus, so für viele. Und kriegt das vielleicht auch immer wieder mal ab und bewegt sich im Ring trotzdem so gut. Und ich habe von Herzen, habe ich ihm diese Chance gewünscht, nachdem da so diese ganz, überleg mal, was, wo der durch musste. Der hatte ein richtig geiles Showing, so als der Moppet, das Moppetchen, das die schöne Blonde datet und so. Das hat auch super funktioniert. Dann gibst du ihm den Koffer und merkst, der Run klappt überhaupt nicht, so, weil das halt auch eine Bürde ist, das Ding zu tragen. Das ist auch schwierig zu tragen. Das war auch viel zu früh, wenn da überhaupt jemand einen hätte kriegen sollen. War lustig, aber mehr auch nicht. Dann nimmst du ihm den Koffer weg. Und danach verschwindest du in der Bedeutungslosigkeit. Du hast eine der coolsten, unterhaltsamsten Storylines und verschwindest irgendwo in der Bedeutungslosigkeit. Und dann baust du das so auf, wie es gerade aufgebaut ist, über Monate auf, dass du Alpha Academy interessant machst. Chad Gable war wirklich ein Gewinn. Ein Gewinn für Otis. Die beiden zusammenzupacken war ein so, so smarter Move. So, so smarter Move. Und das dann so aufzubauen über die letzten Monate, dass sie auch einen guten Run hatten als Tag Team, als Alpha Academy, dann auch die anderen dazu zu holen und das jetzt so aufzubauen, gerade mit Chat, ist wirklich perfekt gemacht. Und ich bleibe dabei,
Es ist auch alles vom Booking her richtig. Sammy den Titel geben, nicht Chad. Lass Chad sich jetzt erstmal als Heel ausleben, sich als Heel platzieren und lass die anderen mit vorrücken. Und zack, bist du an der Position, wo du sagst, vielleicht hat ja ein Otis auf einmal doch mal ein Title-Match. Weil er gerade einen riesen Pop zieht und du das gerade erzählen könntest. Also mega geil. Mega geil gemacht. Mich freut es einfach sehr. Von Herzen freut mich das für Otis. Ein geiler, geiler Moment gewesen bei Raw. Vielleicht mein Top-Moment bei Raw. Einfach cool. Schön. Was für die Seele. Was für das Herz. Sammy gegen Otis gegen Chad zum Beispiel, ja. Aber sind wir bei einem Thema, wenn das die beste Storyline ist, außer Punk Drew, fehlt die Main-Storyline einfach. Ich sag nicht, dass das die beste ist. Hab ich nicht gesagt. Aber das ist eine sehr, sehr gut erzählte Storyline einfach. Man muss ja auch nicht immer alles einstufen und einranken. Das ist einfach eine sehr krass und sehr gut erzählte Midcard-Storyline. Die Emotionen bei den Leuten weg. Wenn du die noch oben drauf hast zu einer Main-Storyline, die du ja auch gerade kriegst, geil. Ich finde das alles nicht so schlimm. Und ich finde auch nicht, dass das die Main-Storyline ist von Raw. Denn die Main-Storyline ist die, mit der Raw angefangen hat und mit der Raw, naja, fast schon ein Stück weit auch geendet hat dann. Wir müssen das jetzt einfach mal wirklich, also im Detail mal ganz kurz durchsprechen. Ich weiß gar nicht, wie ich das ansetzen soll. Doch, ich weiß, wie ich das ansetzen soll. Auf diesem Wege. Dominic Mysterio. Hey, my name is Slebo. I'm from Germany. Wrestling Content Creator from Germany. I'm super proud of you. Bin sehr stolz auf dich. Und ich muss das hier jetzt so sagen, wie es ist. Dominic Mysterio, du bist mehr Mann, als ich es je sein könnte. Ich habe größten Respekt vor dir. Größten Respekt. Das kommt von Herzen. Ich wäre niemals so ein Mann wie du. Ich hätte das nicht geschafft. Respekt. Respekt. Ich wäre einfach zu Boden gesunken. Ich wäre gestorben im Ring. Ich hätte einen Herzkasper gekriegt. Ich sag's, wie es ist. Ich wäre zusammengebrochen. Ich wäre einfach zusammen. Ich hätte spätestens bei dieser ersten Nummer, wo die da so ranrückt, wäre Game Over gewesen. Das letzte Woche war noch gar nichts gegen das heute. Das eine ist so, ist ein Ausrutscher. So betrunken im Club, wisst ihr, hier, ein zu viel. Das heute im Ring, keine Chance. Keine Chance. Ich wär fertig. Ich hätte auch gar nicht mehr darauf geachtet, dass da Publikum oder sowas ist. Gar nicht mehr. Alles egal gewesen. Wäre mir alles egal gewesen. Das ist alles egal. Ich keine Chance. You don't stop me. You can't stop me. Aber ich bestätige nur die Sache, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ey, Liv ist gerade am Peak, ne? Liv ist gerade brutal krass. Also Liv ist wirklich krass. Krass, krass, krass. Die beste Liv morgen, die ich bisher gesehen habe. Die am Mike. Super sicher, die Rolle, super, super sicher, guter Champion, die gerade neben ihrem Titel, der gerade überhaupt nicht relevant ist, du redest gerade überhaupt nicht über den Titel, baut sie gerade die Storyline bei Raw auf. Und ich kann es nur bestätigen, als Liv sagte, ich nehme dir alles weg, in meiner Revenge-Tour nehme ich dir alles weg. Wir haben es vermutet und es wird bestätigt, sie nimmt ihm wirklich alles weg. Wir haben vor Monaten, erinnert euch daran, haben wir hier im Stream gesessen und gesagt, habe ich noch gesagt, stellt euch mal vor, sie schmeißt sich irgendwann an Dom ran. Hat geklappt. Hat geklappt. Das ist wirklich so gut erzählt. Dass Baylor dazwischen schallert auch und dass das auch gerade immer irgendwo... Guck mal, sie ist ja jetzt schon da drin. Was ich noch nicht so ganz rausgekriegt habe, ist, warum ist sie aus dem gleichen Auto ausgestiegen wie Bella? Also da muss ja auch noch ein Plan hinter sein. Bella tut ja so, als wüsste der von nichts. Ganz komisch. So aber der scheint ja irgendwas zu wissen. Warum sollte er aus dem gleichen Auto aussteigen wie sie? Vielleicht haben die auch alle was mit ihr. Vielleicht ist das auch der Trick, dass man Dom da raus haben will. Aber irgendwie macht das auch keinen Sinn. Warum sollte man Dom da raus haben wollen? Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht hat man Liv auch so ein bisschen darauf angesetzt. Aber dann ziehst du ja auch Rhea irgendwie da raus. Vielleicht, ja, Finn Balor einfach eifersüchtig. Aber nach Eifersucht sah das ja nicht aus. Hat ja eigentlich lediglich gesagt, lass ihn in Ruhe so und was weiß ich nicht. Mehr nicht. So, lass ihn einfach in Ruhe. Misch dich hier nicht ein. Aber was soll der Grund dafür sein? Vielleicht wird Doms Loyalität zu Mami getestet. Aber Damien ist ja selbst nicht richtig loyal zu Rhea. Also von ihm kann das ja nicht kommen. Aber egal was es ist, Liv Morgan macht das gerade grandios. Wirklich. Grandios. Und ja, wie Liv Morgan das gesagt hat, klar, wenn sie zurückkommt, wird sie mich killen. Aber sie wird auch dich killen. Findest du Damien das Licht loyal? Nee. Wenn du siehst, wie er Rhea gegenübergetreten ist, wochenlang, safe nicht. Und er hat auf die erste Sequenz gewartet, um irgendwie, ja, sich da irgendwie direkt nach vorne zu positionieren. Aber trotzdem kriege ich das noch nicht so ganz zusammen. Also, ich finde alles geil da dran. Ich finde wirklich alles geil da dran. Ich finde geil, wie die sich da rein sneakt und auf die ekelhafteste Art und Weise. Aber das wird nachher, du hast halt gefühlt so super viele, so
das erinnert mich an eine Mine, wo an ganz, ganz vielen Stellen so Dynamit platziert ist. Ich habe das Gefühl, bei der Kalitos Dynamit für Judgment Day. Ich habe das Gefühl, Bella ist Dynamit für das Judgment Day. Zeitgleich habe ich aber das Gefühl, dass Liv Morgan Dynamit ist fürs Judgment Day. Und eins davon sprengt das Judgment Day oder alle drei sprengen das. Ich habe keine Ahnung. Der große Mastermind dahinter ist Kalito. Hilfe. Aber die Frage ist, wer sprengt das? Mein Gefühl sagt mir, dass das nicht aufgelöst wird bis zu dem Zeitpunkt, wo Rhea Ripley zurückkommt. Denn machen wir uns nichts vor, man wird auf jeden Fall den Dom-Dom so ausspielen, dass der zwischen den Fronten steht. Wenn Mami zurückkommt, wird man halt erstmal so die Tendenz haben, okay, der wird halt sich freuen, dass Rhea zurück ist. So. Und dann wird er zeitnah zwischen den beiden sich positionieren und irgendwie entscheiden müssen. Und dann, bitte, WWE, wenn es kein Leitermatch gibt zwischen Rhea und Liv um Dom-Doms Gunst, dann weiß ich nicht. Das Ding liegt auf dem Silbertablett, ne? Also das liegt einfach auf dem Silbertablett. Custody of Dominic Mysterio. Einfach geil. Einfach geil. Das muss gemacht werden. Das ist einfach, wenn du das so aufbaust, wie du es gerade aufbaust, ist das Storyline-technisch einfach eine 10 von 10. Ja, so auf einer Schaukel, auf so einer Alexa Bliss-Schaukel von oben. Geil. Das wäre richtig geil. Und wer weiß, ob Dom sich dann während des Matches für eine Seite entscheidet. Aber trotzdem, Judgment Day steht gerade vor einem Split und ich kann Judgment Day auch gar nicht mehr greifen. Also ich habe das Gefühl, Damien ist so gar nicht mehr in Judgment Day drin. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Damien sich dann nicht mehr so richtig für interessiert. Dom ist halt in der Liv Morgan Storyline drin. JD rennt halt irgendwo hin und macht immer Fehleingriffe. Ja, weiß ich nicht. Holt mich gerade noch nicht ganz so ab. Also Judgment Day holt mich gar nicht ab, wenn ich ehrlich bin. Kalito finde ich komplett fehl am Platz. Ja. Was glaubt ihr, was passieren wird mit Liv und Dom und Rhea oder generell Liv und Judgment Day? Weil die haben sich ja schon alle so getreu dem Motto positioniert. Dominik, entfern dich von der. Bleib von der weg. Warum? Halt dich fern davon. Zwischendrin war ich mega Judgment Day Fan, aber ist extrem abgeflacht. JD ist gerade das Beste. JD nach Rhea-Abgang mit dem Gedanken, dass Liv schon sich die drei, Dom, JD und Finn schnappt. Ja, klar, bin ich bei dir, aber trotzdem geht es ja für Judgment Day irgendwie nicht weiter. Also die stagnieren alle und die einzige, die Storyline gerade so richtig trägt, ist halt Liv. Und ein bisschen Dom-Dom, der auch immer noch... Das Dom-Dom musste eigentlich... Also ich bin immer noch ein Fan von dem Gedanken, dass Dom-Dom in so eine richtig unangenehme Situation gebracht wird. Aber in so eine unangenehme Situation, wo man nachher Mitleid mit ihm hat. Also nicht so eine, ja, so unangenehm ist vielleicht auch das falsche Wort. So einfach, dass er von beiden dann betrogen wird und dann alleine da steht. So. Dass beide mit ihm gespielt haben. Dass Rhea mit ihm gespielt hat, dass Judgment Day mit ihm gespielt hat und auch Liv mit ihm gespielt hat. Und dass er dann einem leid tut. Der tut mir auch richtig leid, ne? Ja, mir auch. Ich kann es kaum halten. Mir geht's richtig, also wirklich, wenn ich an den denke, geht's mir richtig schlecht. Nein, aber... dass der in so eine Situation gebracht wird, wo der, ja, halt einfach so ein bisschen bemitleidet wird. Raw, wie fand ich Raw? Ich fand Raw sehr stabil und würde Raw eine 7,5 von 10 geben. Trotz der Matches, die mich nicht alle abgeholt haben, würde ich dem eine 7,5 von 10 geben, weil mir die Storylines gefallen haben. Mir hat das Chad Gable-Ding gefallen. Mir hat das Braun-Ding gefallen, was da kommen könnte. Das Lifting war eine 10 von 10, von vorne bis hinten. War eine sehr gute Raw, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, wo ich mir dann auch noch Sachen angucken werde. Imagine das einfach nochmal zu sagen, dass Ludwig Kaiser ein Match gewonnen hat gegen Sheamus, kurz vor einem Push steht, fand ich sehr gut, war einer der besten Raws der letzten Monate. Vielleicht seit Mania sogar die beste. Könnte sogar die beste seit Mania gewesen sein, sei ehrlich. Aber ich sehe schon 8, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 7, 1, 2, gut. 9, 8,5, 7, 8,5, 10, 8, 8, 8, 9, 7, 9, 8,5, 7, 8, 8, 9, 8, 4, gut. Hat einer nicht geguckt. Hat einer nur das Kiana James Match gesehen. 8,5, 9, 8, 9, 8, 7, 9, 7, 7, 8, 8. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch sehr gut aus. Würde ich mitgehen. War eine sehr stabile Raw. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Tempo beibehalten, die Storyline zu beibehalten. Dann habe ich auch an Raw nichts auszusetzen. Und das, obwohl da jetzt nicht so viele Guys für mich sind, aber nur ein, zwei sind schon dabei. YouTube. Gerne eure Meinung zu Raw unten in den Chat. Kurze Review, kurze Ideen, die wir hatten. In diesem Sinne, gerne eure Bewertung unten rein. Gebt mir mal ein paar Storyline-Ideen für Ludwig Kaiser. In diesem Sinne, YouTube, Daumen hoch, Abo dalassen, Kommentar dalassen. Macht's gut und gut Kick.